Wie kann ich eine gewisse Gradzahl in meinem eigenen Horoskop herausfinden und wo stehen zum Beispiel gerade aktuell die Planeten in meinem eigenen Horoskop? Das sind Fragen, die man vor allem sich, glaube ich, als Anfänger stellt und auch sehr berechtigt ist. Und ich erkläre dir anhand eines kleinen Tutorials mit dir zusammen, wie du das für dich herausfinden kannst. Und wenn du mich aber noch nicht kennst, ich bin Hannah, das ist mein Astrologie-Kanal und wir lernen ganz, ganz viel über Astrologie. Interessierst du dich also dafür, werd gern Teil der Astro-Community und markiere auch das Glöckchen, dann verpasst du auch kein weiteres Video, was ich hochlade. Ähm, es gibt immer spannende Themen, die man entdecken kann und ich habe mir gedacht, dass wir das heute gemeinsam machen und zwar am Handy. Das ist nämlich immer am einfachsten und wir alle sind doch immer am Handy. <laughs> Und was ich gemacht habe, ist, dass auf astro.com gehen. Also astro.com ist die Seite, die sehr, ähm, du kannst dir kostenlos ein Profil erstellen. Es ist eine sehr gut fundierte Seite. Es hat die größte Datenbank, glaube ich sogar der Welt gefühlt. Und ähm, ja, wenn du noch nicht weißt, ähm, jemals dir ein eigenes Horoskop ausgeben hast lassen, dann nimm bitte erst das Tutorial, was ich dich hier oben verlinke. Dann kriegst du eine Horoskopzeichnung und dann ist sie auch schon eingespeichert. Wenn du also jetzt mit mir gemeinsam auf astro.com gehst, ich mache ein bisschen Platz dann gucken wir uns bei astro.com oben im Reiter eigentlich die Rubrik Gratis-Horoskope an. Also Gratis-Horoskope, alle Horoskope auf einen Blick. Und hier siehst du horoskopzeichnung zeichnung Aszendent. Ich möchte aber auf erweiterte Grafikauswahl mit dir gehen. Warum? Weil das Horoskop hier ein bisschen detaillierter dir ausgegeben wird. Wenn du also selber dein Profil schon gespeichert hast, also ich habe hier Sarah erfunden. Und Sarah hat bereits ein Profil, das heißt, ich lasse mir die Zeichnung anzeigen. Und dann sehen wir Sarahs Geburtshoroskop. Und Sarahs Geburtshoroskop ähm, sieht so aus. Und ich habe mich gefragt, okay, wir haben bald einen Vollmond, zum Beispiel im Zeichen des Widders, ähm, 10 Grad. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wie beeinflusst das denn vielleicht Sarah? Das heißt, ich habe erstmal geguckt im Tierkreis, wo sich denn das, der Widder befindet. Also was wir lernen sozusagen in der Astrologie, ist, dass dieser Kreis aus 360 Grad besteht. Und wir zwölf Tierkreiszeichen haben, die jeweils 30 Grad des Kreises ausmachen. Das heißt, jedes Tierkreiszeichen nimmt 30 Grad ein. Und was wir aber machen, ist, uns nur auf den äußeren Kreis zu konzentrieren. Also du siehst hier farbig hinterlegt im Außenkreis die Symbole der Tierkreiszeichen. Die müsstest du dir ein bisschen schon kennen. Also, und was aber dir helfen kann, wenn du dich schon ein bisschen damit orientiert hast, ist zum Beispiel die Farbe. Rot steht für das Element Feuer. Also hier sind zum Beispiel Widder, ähm, hier ist der ja Widder, der Löwe und der Schütze sind rot markiert. Dann gibt es weiter den Stier, den Zwilling, den Krebs und so weiter. Und du siehst, alle Erdelemente sind grün. Zwilling zum Beispiel ist Luft und es ist gelb. Krebs ist Wasser und es ist blau. Wenn du das weißt, kannst du dich daran auch orientieren. Was du auch wissen solltest, ist, dass die Tierkreiszeichen ähm, entgegen dem Uhrzeiger sind verlaufen. Also wir laufen nicht mit der Uhr, sondern entgegen. Also wir laufen Widder, Stier, Zwilling, Krebs und so weiter und so fort. Also die Tierkreisreihenfolge sollte dir auch geläufig sein. Jetzt habe ich gesagt, Stier, <laughs> nee, Skorpion, nein, Widder. Was ist mit dem Widder? Wo finden wir den? Also wichtig ist, dass du jetzt hier nur auf den Außen. Ups. Dass du nur auf den Außenkreis guckst. Was ich damit meine, ist, dass du dich nur auf diesen Teil konzentrierst von dem Widder. Also was schließt hier den Widder ein? Und ich habe gesagt 30 Grad. Das heißt, die kleinen Striche, die du dort im Außen siehst, markieren die 30 Grad des Tierkreiszeichen Widder. Was du auch siehst, ist, dass es hier so kleine, lange, lange Striche gibt, die markieren immer 10 Grad. Das heißt, hier haben wir den Grad 0, hier haben wir den Grad 10 im Widder. Hier den Grad 20 im Widder. Und hier gehen wir schon über in den Stier. Und es ist ganz wichtig, dass du dich nur aus Außen konzentrierst, weil je nach Plazidus-System ähm, ist es eben so, dass das Haus unterschiedlich groß sein kann und somit auch unterschiedlich stark vom Widder beeinflusst wird. Ich habe jetzt gesagt 10 Grad. Das heißt, ich konzentriere mich nur darauf und ziehe hier quasi ab. 10 Grad ist eine runde Zahl. Das heißt, ich weiß hier am langen Strich ist sozusagen dieser Vollmond. Dieser Vollmond wird hier 10 Grad wieder für Sie stattfinden. Hat sie dort Planeten? Oh ja, dann heißt es, diese Planeten werden persönlich beeinflusst. Es ist nicht exakt, aber solche Sachen kann man, umso exakter sie sind, umso stärker beeinflussen sie dich auch. Und man nennt das ein Orb, also sozusagen ein Spielraum an Gradzahlen. Und umso größer dieser Raum ist, umso schwächer ist auch der Effekt zum Beispiel von einem Vollmond oder einem anderen Ereignis für dich persönlich. Wenn du also guckst, 10 Grad, findet hier also in welchem Haus, das steht hier, neuntes Haus. Also diese Vollmond wird im Widder, im 10 Grad, im neunten Haus für Sarah stattfinden. Also, das heißt, die drei Sachen machst du eigentlich immer wieder. Du guckst an, welches Tierkreiszeichen, welches, ähm, welche Zahl, dann musst du die, Zähler, die Striche abzählen. Und dann guckst du erst in welches Haus. Wir haben das jetzt hier als Beispiel genommen, ähm, was aber zum Beispiel ein bisschen schwieriger sein könnte, ist dass du guckst, okay. Ich habe hier ja die, die Jungfrau und ich denke mal so drei Grad Jungfrau. Wo habe ich drei Grad Jungfrau? Dann könnte man hier gucken, okay. Jungfrau ist grün, Jungfrau ist hier. Hier sind die ganzen Striche. Ich muss wieder zählen. So die Jungfrau hat hier einen ganz großen Teil. Dann zähle ich eins, zwei, drei, okay, und gucke weiter. In welchem Haus ist das? Erstes Haus. So, die Jungfrau nimmt aber in diesem Teil das erste Haus ein und wäre es aber irgendwie zum Beispiel 20 Grad, das wäre hier, dann wäre es schon das zweite Haus. Also immer darauf achten, erst im Außenkreis dich zu konzentrieren, die Striche abzuzählen und dann zu schauen, in welchem Haus es steht. Das heißt, die Interpretation und Bedeutung musst du dir natürlich selber überlegen, aber so kannst du erstmal grundsätzlich dir überlegen, okay, wo findet dieser, dieser Vollmond, diese Eclipse zum Beispiel für mich statt? So einfach ist es also, wenn du es selber händisch ausrechnest. Und ich finde es wichtig, dass du es einmal verstanden hast für dich selber, wie mache ich es selber. Aber natürlich ist es Technik, du kannst es dir auch einfach ausgeben lassen. Und da zeige ich dir zuerst, wo du sehen kannst im Horoskop, wo die Planeten aktuell, heute, jetzt, zu dieser Sekunde in deinem eigenen Horoskop stehen. Und das machen wir einmal mit demselben Beispiel vom Horoskop. Wenn du dir dein Horoskop ausgegeben hast, dann kannst du selber gucken, hier oben rechts im Blau steht mit Transiten ein Knopf und den kannst du, oder eine Taste, die kannst du drücken. Und dann siehst du plötzlich im Außenkreis, im Innen ist dein Horoskop gleich geblieben und draußen gibt es grüne Planeten. Und das sind die aktuell transierenden, sich bewegenden Planeten. Was du auch machen kannst, ist, dass du es unten in der Liste lesen kannst. Also du kannst immer doppelt checken, die Transite momentan, Sonne, 13 Grad, Skorpion. Mond 8 Grad Waage. Also, das ist zum Beispiel das, wie es aktuell ist. Und wenn ich hier im Horoskop gucke, wo ist das Symbol der Sonne? Dun, 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 dun. Wir haben Skorpion. Da unten. Hier, die Sonne ist im Skorpion. Der Mond ist aktuell im Widder. Also, das ist das, wo du sehen kannst: ah, das ist gerade aktuell. Okay, sind gerade zum Beispiel hier ein nördlicher Mondknoten mit Uranus. Das heißt, der nördliche Mondknoten befindet sich gerade im Stier. Das ist mein zehntes Haus. Oh, wow, hier ist gerade was exakt auf meinem Mars. Oder nicht ganz exakt, aber fast. Also das sind Dinge, die du selber sozusagen erkennen kannst, aber es ist jetzt für den aktuellen Tag. Also es ist für heute, den 5. November, 14.06 Uhr. Das ist die Uhrzeit. Was du jetzt machen kannst, ist, dass du zur Grafikauswahl zurückgehen kannst und dein eigenes Horoskop quasi jetzt auch in der Zukunft mit Transiten sehen kannst oder in der Vergangenheit. Und das kannst du hier unten am Datum. Das heißt, wir wissen zum Beispiel, es findet bald eine luna eclipse statt am 8. November, also in drei Tagen, und ich möchte sehen, wo findet diese Luna Eclipse für diese Person statt. Ich habe das Datum verändert. Ich muss wieder auf Transite klicken. Und dann sehe ich, aha, jetzt wird es hier exakter. Jetzt ist der Mond gewandert. Der Mond war noch, vor drei Tagen war er im Widder. Jetzt ist der Mond hier. Er ist im Stier. Zusammen mit möglichen Mondknoten und Uranus. Das heißt, du kannst aktuell sehen, okay, hier, wir wissen, es ist eine luna weil nördlicher und südlicher Mondknoten mit Mond und Sonne. Wenn Sonne und Mond sich gegenüberstehen, haben wir einen Vollmond. Mit Mondknoten haben wir Eclipsen. <laughs> also, wir haben eine Solar, nee, eine luna in welchem Haus? Und das ist ja das, was ich gesagt hatte. Wir müssen hier gucken. Das ist das Tierkreiszeichen selbst. Das Haus fängt aber an dieser Linie an. Es ist das zehnte Haus. Das heißt, gegen Häuser liegen sich immer gegenüber. Dieser Vollmond findet im 10. Haus für diese Person statt. Genauso wie der südliche Mondknoten im 4. Haus steht. Also, das ist eigentlich schon das Tutorial, weiter mehr gibt es gar nicht. Und das ist das erste simple, einfache Ding, was du selber machen kannst, um zu gucken, okay, in der Zukunft, wo werden die Planeten stehen? Also, wenn ich dir zum Beispiel eine Vorhersage gebe, im August wird Venus da und da stehen, <laughs> im Löwen. Dann kannst du selber auch das Datum einfach eingeben, wenn du weißt, oh, da gibt es einen Vollmond mit Venus in Löwe. Ich will wissen, was äh, wohl wird das für mich sein? Und wie gesagt, wenn du es nicht selber ausgeben willst, kannst du es selber zählen oder du veränderst eben dieses Datum und kannst in der Zukunft oder in der Vergangenheit zurück und her switchen.